Meine Partituren sind alle bunt. Ich sehe die verschiedenen Strukturen, was wichtig ist und was weniger wichtig ist. Und lustigerweise, bevor ich die Seite drehe, habe ich wirklich keine Ahnung, was die nächste Seite bringt. Also ich finde, dass diese Art Partitur lesen bleibt immer frisch. Also ich immer entdecke Sachen, weil ich reagiere auch auf die Bühne, ich reagiere auf das ganze Orchester. Ich reagiere frisch auf das Geschehen und das kann ich dann mit dem Bild, was ich sehe, vergleichen. Hier oben sehen wir die Gesangsstimmen. Ich habe den Text nochmal dick hingeschrieben, weil ich aus dem größeren Abstand das lesen muss. Dann kommen die Holzbläser mit Grün und dann eine solche scharfe rote Farbe zeigt mir, Achtung, die Szene ist zu Ende, kommt der nächste. Sleepless ist meine 13. Oper. Ich denke, ich komponiere immer auf die gleiche Weise. In dem Moment, wenn ich mit dem Komponieren beginne, ich schreibe sofort auf eine Partiturseite. Ich würde sagen, ich fühle mich so, als ob ich im Zuschauerraum säße und schaue die Bühne an und höre die Musik an und das schreibe ich schnell auf, was ich sehe und was ich höre. Es ist mir sehr wichtig, dass ich die Klangfarbe-Mischung schon mithöre und dieses Hören heißt, dass ich im inneren Ohr oder im Gedanken, im Kopf, im Gehirn oder im Herz oder im Bauch, ich weiß nicht, wo ich das höre. Aber dieser Klang ist in mir. Es ist für mich genauso wie für einen Maler, der auf seiner Palette nur die Farben aufträgt, wo er genau weiß, diese Farbe wird er benutzen, aber keine andere. So ist das bei mir. Jede Oper hat seine eigene Orchesterzusammensetzung und dadurch seinen eigenen Klang auch. Alle Sänger, alle Musiker, der Regisseur selbst, sie haben einmal die ganze Oper so gehört, wie ich das geschrieben habe. Ich könnte auch sagen, dass ich eigentlich keine Oper schreibe, sondern Theater schaffe mit Musik.